Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir einfach mal ein paar Pflegeprodukte vorstellen, die ich einfach mal zweckentfremdet habe. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wenn ich meine Aufgebraucht-Videos so erstelle und euch dann so von meinen Erfahrungen erzähle, kriege ich immer wieder auch so Nachrichten, hä, wie genau und warum genau und hä, was machst du da eigentlich? Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal ein komplettes Video darüber, wo ich euch ganz genau die Produkte zeige, die ich zweckentfremde, tatsächlich auch regelmäßig, ne? Da habe ich tatsächlich bei dem ein oder anderen, bei der ein oder anderen Kategorie auch ein festes Produkt, was ich dann zweckentfremde und ich erzähle euch auch ein bisschen warum, weil es ist so, dass ich jetzt seit 3 Jahren, ziemlich genau 3 Jahren, auch mit meinen 3 wundervollen Kooperationspartnern Dalton, Beauty Mates und Yepoda zusammenarbeite und da natürlich dann nicht nur die Produkte verwende, euch zeige und quasi promote, sondern halt auch Hintergrundinformationen bekomme. Also ich verstehe ein bisschen mehr was von den Inhaltsstoffen und ja, warum, was, wie wirkt. Und dann habe ich mir dann auch in den Momenten immer so gedacht, wenn ich ein bestimmtes Bedürfnis hatte, naja, da würde ja auch eigentlich Produkt XY super passen. Und ja, deswegen habe ich dann das Produkt zweckentfremdet und bei den Produkten, die ich euch zeige, hat es dann auch ganz gut hingehauen. Ja, ich starte einfach mal mit einem Produkt, was die Beauty-Industrie auch schon gemerkt hat, dass es gerne zweckentfremdet wird, denn das ist, glaube ich, eine komplette Marke, die darauf aufgebaut hat. Das ist hier von Dr. Lip, der Original Nipple Balm. Im Prinzip kannst du jede Nippelcreme, die du so hast, also Brustwarzensalbe ist das ja, ne, zweckentfremden. Also ich habe jetzt ja ein Kind gekriegt in der Zwischenzeit, so, ne, und ihn auch gestillt und so und habe sowas dann natürlich auch für den Zweck verwendet, wo man das normalerweise verwendet, aber dann auch im gleichen Zuge auf die Lippen aufgetragen und habe wirklich festgestellt, du kannst jede Brustwarzensalbe, auch die von Balea, von Isana, von Baby Dream, Baby Love, Schlag mich tot, irgendwie diese ganzen Sachen auch als Lippenpflege verwenden und du kriegst so schöne Lippen dadurch. Also ich habe auch an meinem Bett aktuell eine Lippencreme, ach Quatsch, eine Nippelcreme stehen und die habe ich jetzt hier aus dem Schrank mal rausgenommen. Das ist halt auch mal irgendwo in der Box drin gewesen. Ist natürlich viel, viel teurer als das, was du so, ne, dann in der Drogerie kaufen kannst. Hier sind auch nur 8 Milliliter drin. Ich glaube, in den anderen hast du so 15 drin oder so. Das ist halt von der Konsistenz sehr silikonig und halt sehr, sehr pflegend. Und es soll ja die wunden Nippel beruhigen, gegebenenfalls, wenn da Entzündungen sind, das Ganze halt mildern und geschmeidiger machen. Und das wollen wir natürlich auch an anderen Körperstellen haben, wo wir sehr empfindliche, sehr dünne Haut haben. Zack, da sind die Lippen auf jeden Fall am Start, ne? Deswegen ist es eine ganz coole Nummer. Kann ich euch auch voll empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Wie gesagt, ihr kriegt halt für ein paar Euro 50 sowas auch ganz normal in der Drogerie. Und die Wirkung ist halt großartig und sehr, sehr empfehlenswert. Man muss es halt einfach mögen, dass wenn man die originalen Produkte so verwendet, dass es in der Quetschtube oder sonst irgendwie drin ist, dass man sich das so mit dem Finger aufträgt, ne? Aber ich finde es halt großartig und kann das halt voll empfehlen. Als nächstes kommen wir zu dem Beauty Mates Summer Skin Set. Vielen, vielen Dank an Beauty Mates für die wundervolle Kooperation, kann ich nicht anders sagen. Ich habe hierdurch ein Set für mich entdeckt, was mir sehr gut im Sommer hilft. Also ihr bekommt mit Claudi30 aktuell auch wieder 30% Rabatt auf alles dort. Und da habe ich jetzt einmal hier dieses mega gute Set, was mich inspiriert hat auch ein bisschen zu diesem Video. Das ist der Selbstbräuner Booster in Kombination mit der Hyaluron Cream Boost. Das kann man super im Gesicht anwenden. Keine Frage, ne? Da verhindert man so ein bisschen, dass man sich in der Sonne packt, um braun zu werden. Ich vermische das natürlich miteinander, den Selbstbräuner Booster sollte man in die Creme reingeben, da reicht auch für mein Gesicht 2 bis 3 Tropfen und das gebe ich mir dann auf mein Gesicht. Ich werde streifenlos, dadurch bräuner, ne, jetzt nicht knackebraun, aber auch nicht Simpson. Ich habe keinen unangenehmen Selbstbräunerduft und das Ganze ist ebenmäßig und wirklich, wirklich schön. Das hält auch lange an und mache ich so ungefähr 2-mal die Woche bei mir, dass ich den Selbstbräuner Booster mit in die Hyaluron Cream Boost mit reinmische. Es kam mir aber irgendwann mal, dass ich mir gedacht habe, Mensch, durch meine Beine kann ich ja auch irgendwie demnächst mal durchgucken, weil die wirklich so hell geworden sind, weil ich sie halt einfach auch nicht in die Sonne packe und weil sie auch keine Sonne annehmen. Also die kann ich in die Sonne packen und da passiert nichts mit. Und durch einen Vorfall bei uns in der Familie ist wieder das Thema Hautkrebs bei uns auch sehr, sehr groß geworden, sodass ich für mich entschieden habe, ich möchte mich auch gar nicht mehr so in die Sonne packen. Klar, sowieso immer mit Lichtschutzfaktor, wenn überhaupt, ne? Aber Beauty Mates hat hier einfach was auf den Markt gebracht, was uns wirklich auch, also uns Blassnasen auch einfach helfen kann, dass man sich ein bisschen wohler fühlt, wenn man zum Beispiel so wie ich heute ein Jumpsuit anhat und nackte Beine hat. Und
Ich trage mir diesen Selbstbräuner-Booster tatsächlich in meine Bodylotion rein. Sammy liegt jetzt total super hinter mir, aber ich heb mal eben mein Bein hoch. Ich packe mir das nämlich auf meinen Unterschenkel. Ja, ich habe heute extra fürs Video nicht nur meine Beine rasiert, sondern auch ein Fußkettchen angelegt. 3 Tropfen ungefähr kommen pro Bein, pro Unterschenkel, ne? Und ich finde, man kann nicht durchgucken. Ihr habt es ja auch gerade gesehen. Und ich finde es einfach super. Ich habe keine Streifen. Ich habe das wirklich ebenmäßig und schön. Und das ist wirklich zuverlässig. Und das mache ich mir dann auch immer drauf, an dem Tag, nachdem ich das Peeling hatte. Also ich habe immer dienstags und freitags meine Peeling-Tage, sodass ich dann immer mittwochs und samstags meine Selbstbräuner-Tage habe. Das heißt, ich mache dann an dem Dienstag und an dem Freitag sowohl Gesichts- als auch Körperpeeling. Und dann an dem Folgetag kann ich entsprechend dann auch auf die wundervolle Haut, auf die wundervoll von toten Hautschüppchen entfernte Haut, mein Selbstbräuner mit aufgeben. Das ist ein ganz, ganz tolles Produkt, was ich euch einfach ans Herz legen möchte, weil das echt eine gute Alternative zu einem Sonnenbad ist. Es ist viel, viel gesünder. Abgesehen davon ist Beauty Mates natürlich auch eine super, super Firma, die ich euch auch empfehlen möchte. Und ja, es ist vegan, es ist tierversuchsfrei und die Marke kommt aus Bayern, ja, aus München müssten die kommen, ne? Und einfach empfehlenswert, schaut super gerne mal vorbei. Die haben ganz tolles Booster-Sortiment, sodass ihr dort euch die Booster, so wie ihr sie gerade halt braucht, entsprechend mit eurer Creme zusammenmischen könnt oder eben auch in die beiden Cremes, die es dort gibt. Weil das ist mein Sommerset, das ist auch das Summer Skin Set, dementsprechend eine große Empfehlung von meiner Seite. Schaut super gerne mal dort vorbei. Und ja, mein Hack ist tatsächlich, das auch als Selbstbräuner für den Körper zu verwenden. Ja, da hat man dann halt meine Meinung, eine wundervolle Bräune, keine Simpson-Haut. Ich sehe damit wirklich natürlich gebräunt aus und nicht, als hätte ich wirklich Selbstbräuner drauf. Ich musste auch nicht groß aufpassen oder so und das finde ich sehr, sehr angenehm. Also sehr empfehlenswert. Schaut doch gerne mal vorbei. Mit Claudi30 könnt ihr, wie gesagt, noch ein bisschen was sparen. Außerdem habe ich jetzt hier aber auch noch für euch ein weiteres Produkt, was ich ganz neu für mich zweckentfremdet habe. Und zwar ist es der Anti-Pickel-Booster. Da habe ich jetzt einfach verstanden, was dieses Produkt genau macht. Also das ist nämlich nicht mit Salicylsäure oder so, also nicht mit Säure arbeitet das, sondern dieser Booster arbeitet mit Niacinamiden und Zink. Ich habe tatsächlich schon seit einer Weile immer mal wieder so am Hinterkopf, so Pickelchen. Super unangenehm. Also es ist halt in den Haaren, man sieht es nicht wirklich, ne? Aber ich fühle es halt und ich finde es einfach unangenehm. Manchmal tun die natürlich auch einfach ein bisschen weh. Und ich habe jetzt herausgefunden, dass ich diesen hier tatsächlich nicht nur im Gesicht punktuell auf meinen Unreinheiten anwenden kann, sondern auch 1A an meiner Kopfhaut. Denn Niacinamide und Zink sind dafür wirklich der Burner schlechthin. Du arbeitest da nicht mit krasser Säure oder so, sodass du da aufpassen müsstest wegen Sonneneinstrahlung oder so. Das heißt, im Sommer kann man das wirklich gut verwenden. Und es funktioniert auch wirklich gut, das kann ich wirklich sagen. Also es ist so, wenn ich mir das nach dem Duschen mache, ich mir das halt hinten rein, ne? Also ich nehme mir da 2-3 Tropfen von und gebe mir das pur auf. Das ist halt wie eine Kur dann anzuwenden. Das ist dann natürlich ein bisschen, du merkst halt, du hast da irgendwie was im Nacken, ne? Es ist auch ein bisschen stumpf und so. Das ist mir aber Wumpe. Dann mache ich mir halt am nächsten Tag einen Hintenbommel, da siehst du dann eh nicht mehr was von, oder ich mache meine Haare auf. Das ist halt so meine Empfehlung, auch den Anti-Pickel-Booster ein bisschen zweck zu entfremden, was jetzt gerade im Sommer eine ganz gute Sache ist, weil wir da ja mit Säuren ein bisschen aufpassen müssten, mit der Sonneneinstrahlung. Und Sonnencreme auf die Kopfhaut zu geben, ist halt ein bisschen schwierig, ne? Also ich trage zwar Cappy, wenn ich zum Beispiel im Garten bin, aber das ist halt für den, gerade hier, ne, da so unten, ist es halt echt schwierig, da ja, einen Schutz hinzugeben, ohne dass man sich da wirklich Lichtschutzfaktor hinschmiert. Und deswegen, das ist eine mega Empfehlung. Und ich verwende den halt abends, wie gesagt, ne? Auch wenn ich Unreinheiten im Gesicht habe, trage ich mir den punktuell da auf, wo ich das halt hinhaben möchte und mache dann halt später meine Serien und meine Cremes entsprechend drüber. Aber ja, sehr empfehlenswert. Finde ich sehr, sehr gut. Ich glaube, ich komme jetzt dann auch zu dem hier, weil das geht jetzt auch nochmal um Unreinheiten. Das ist von Dalton. Hier sind wir nämlich bei BHA. Das ist mit Salicylsäure. Das heißt, da haben wir wirklich ein Produkt, wo wir ja mit Säure arbeiten. Ne? Das ist dann eher so eine Sache, wo ich euch empfehlen würde, danach nicht unbedingt in die Sonne zu gehen. Beziehungsweise das eher so von O bis O, also von Oktober bis Ostern zu verwenden. Ich habe euch auch über diese Peelings schon ein komplettes Video gedreht. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Da sind alle Warnhinweise mit aufgeführt. Hier hat tatsächlich Dalton sich auch überlegt, also die haben auch darauf reagiert, Salicylsäure ist halt für den ganzen Körper sehr angenehm, weil es gibt auch diese Hitzepickel, es gibt
durch die Schwangerschaft habe ich halt die ein oder andere Unreinheit gehabt an Stellen, wo ich nie dran gedacht hätte, dass ich da eine Unreinheit bekommen könnte, Leute. Ich sag's, wie es ist. Und als ich dann halt nicht mehr gestillt habe, konnte ich ja auch wieder zu Säuren greifen, dementsprechend auch zu diesem Produkt. Hier haben wir wirklich eine wundervoll klärende Geschichte, die halt, wie gesagt, nicht nur im Gesicht, sondern am ganzen Körper angewendet werden kann. Auch hier natürlich immer darauf achten, inwiefern die Haut das verträgt. Ne? Meine Haut mag das sehr gerne, also meine Haut im Gesicht kennt sehr gut auch diese ganzen chemischen Peelings, am Körper nicht so wirklich. Das heißt, ich trage mir das auch wirklich auf wie so ein Peeling. Das heißt, ich trage es auf, zum Beispiel Dekolleté, mega Sache, oder halt Rücken. Ne? Dann lasse ich das einwirken. Da muss man seinen Körper oder seine Haut auch ein bisschen kennen und je nachdem, wie robust die Haut ist oder eben nicht, das kommt auch tatsächlich auf die Körperstelle an. Und dann wäscht man das ab am besten. Wenn man halt hardcore unterwegs ist und der ganze Körper von Kopf bis Fuß kennt Säuren und ihr seid darauf, ne, das ist vollkommen fein, dann lasst das auch drauf, das kann man auch machen. Aber ich persönlich wasche es noch ab. Genau, und das ist jedes Produkt hier, kann ja natürlich auch jeder verwenden. Das ist jetzt ja auch nicht nur für Frauen gedacht oder für Erwachsene, also so, ich weiß nicht genau, muss ich ehrlich sagen, wie das so in der Pubertät aussieht, aber ich glaube, Salicylsäure in der Pubertät ist eigentlich ganz geil, oder? Also hätte ich mir persönlich in der Pubertät gewünscht für die ein oder andere Unreinheit, die dann mal gekommen ist, weil sowas wirkt halt wirklich gut. Also Wirkstoffkosmetik auf hohem Niveau haben wir sowieso, es waren rein bei Dalton, bei Beauty Mates. Das kann ich euch einfach extrem ans Herz legen. Ich bleibe kurz nochmal bei Dalton. Da habe ich ja auch die Claudi Back rausgebracht. Ich habe selber auch gerade keinen Dalton-Code. Den werde ich wahrscheinlich auch diesen Monat noch bekommen. Denn zum Beispiel in meiner Claudi Back habe ich ja diese Creme auch mit reingepackt. Einfach weil ich da auch schon super schnell gemerkt habe, wie wundervoll die funktioniert. Also, wenn ich Cremes verwende für mein Unterstübchen, ist es so, dass ich darauf achte, dass ich parfümstofffreie Pflege verwende, die dann ja auch für sensible Haut geeignet ist. Natürlich kannst du ja auch solche Cremes in der Drogerie bekommen oder so, aber ich bin ja immer wieder auf der Suche nach Produkten, die ich zweckentfremden kann. Ne? Und die hier kannst du halt, das ist die beruhigende Creme Medium, die ist in meiner Dalton-Box mit drin, die kannst du aber auch in der Rich-Variante dir holen. Dann kannst du die sowohl im Gesicht verwenden, als auch an den Stellen, wo du dich rasiert hast zum Beispiel. Also ich benutze es halt im Intimbereich und ich habe keine eingewachsenen Härchen mehr, ich habe keine Rötungen mehr und kann euch das einfach mega ans Herz legen. Also das ist eine mega Empfehlung von meiner Seite. Ihr braucht da auch nicht viel von, ne? Das ist ja immer nur so ein kleines bisschen. Das hat auch eine sehr, sehr leichte Konsistenz. Ich finde die einfach großartig und ich bin halt darauf gekommen, weil ich war auf Korfu mit Dalton zusammen und ich habe meine Intimcreme halt vergessen. Und dann stand die auf dem Zimmer und dann habe ich mir gedacht, Sensitive? Könnte vielleicht was sein. Habe mir dann auch die Inhaltsstoffe so angeguckt. Okay, das hört sich ganz gut an. Keine Parfümstoffe. Probieren wir es mal aus. Und ich habe mich da ja, ich glaube, sogar jeden Tag oder so rasiert, weil wir ja ständig irgendwie, es war ja warm. Und dann ne, hat man Bikini an und so und dann 1A. Mega Empfehlung. Vollkommen cool. Und wenn ich dann zum Beispiel manchmal irgendwelche Seren oder so auch irgendwo in Boxen oder so mit drin habe, habe ich mittlerweile sogar eine extra Box dafür, wo ich die dann auch reinpacke. Zum Beispiel dieses hier von Beauty of Joseon. Ist das Calming Serum mit grünem Tee und Panthenol. Panthenol ist halt so pflegend. Und als ich das gelesen habe, Calming Serum, Panthenol, grüner Tee, beruhigendes Kram, alles klar, kommt in meine Mumu-Box. Schaut euch einfach um und versucht einfach mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und wenn ihr gerade ein Produkt in der Hand habt, was euch vielleicht an dem einen Bereich im Gesicht nicht so gefällt, dann versucht es zweckzuentfremden. Also der Körper ist doch groß genug, wir haben genug Möglichkeiten, uns auszuprobieren. Auch etwas, was ich, das ist jetzt exemplarisch, habe ich aus dieser Box entsprechend mit drin. Ne? Das ist jetzt aber nicht für die Mumu, sondern das ist für meine Oberschenkel. Von Knie bis Hüfte verwende ich nämlich immer Öle. Und wenn ich gerade zum Beispiel alle Körperöle, die ich hier habe, aufgebraucht habe, dann denke ich mir, kannst ja mal vielleicht eine Alternative verwenden. Und dann schaue ich einfach mal, ob ich nicht irgendein Serum habe oder so oder irgendein Gesichtsöl, was ich vielleicht in dem Moment nicht aufbrauchen kann, weil manchmal haben die Teile ja auch irgendwelche Ablaufdaten und so drauf. Dann verwende ich das halt für meine Oberschenkel. Ich habe als Jugendliche einen sehr, sehr krassen Wachstumsschub gemacht und habe dementsprechend auch so, ja, halt meine Tigerstreifen, also meine Dehnungsfugen, meine ja, Schwangerschaftsstreifen sind es ja eigentlich nicht, weil es ja nicht von der Schwangerschaft kommt, ne? Und genau, da habe ich irgendwann mal angefangen, halt da Öle drauf zu geben und das hat so gut funktioniert. Und ja, immer wenn ich dann halt auch ein Öl irgendwo mit drin habe, was mich jetzt von den Inhaltsstoffen fürs Gesicht jetzt nicht so catcht, dann kommt das halt in meine, da, eigentlich ist es
die Momo-Box tatsächlich, aber es ist nicht für die Momo. Und das ist jetzt von You and Oil, das Acai-Fig- und Marula-Öl. Da muss man jetzt nicht so unbedingt aufpassen, ob das mit oder ohne Parfümstoffe ist, weil das ja nicht an den Schleimhäuten ist, ne? Und hier habe ich nämlich auch noch, ja, muss man halt wegen Alkohol auch immer ein bisschen gucken, das könnte ja austrocknend sein, aber hier haben wir auch, glaube ich, Squalan drin, wenn ich das richtig gelesen habe. Sowas ist halt auch immer eine ganz, ganz gute Geschichte. Habe ich das jetzt gerade nur so gelesen oder ist das hier auch wirklich drin? Ich weiß das gar nicht. Da! Squalan. Und Squalan hält die Feuchtigkeit in der Haut und das ist das, was ich ja auch an meinen Oberschenkeln gerne haben möchte. Denn so kann ich ja gegen, also oberflächlich auf jeden Fall, gegen meine Tigerstreifen ankämpfen und gleichzeitig die Haut geschmeidig machen. Und ich kann dann auch noch so ein bisschen gegen Zellulite per Prävention angehen. Natürlich, das meiste kommt von innen und von Sport und so weiter, vollkommen verständlich, aber ein bisschen was können wir von außen auch noch nachhelfen. Ne? So, als nächstes habe ich hier zwei Sprays. Das ist einmal von Dalton und einmal von Yepoda. Das ist einmal The Mist Health mit Hyaluronsäure und Lavendel. Das kann man verwenden sowohl als Toner, also quasi nachdem du, also beide, ne? Nachdem du dein Gesicht gereinigt hast, einfach um die Haut nochmal vorzubereiten auf die darauf folgende Pflege. Zum einen, damit die Wirkstoffe tiefer in die Haut eindringen können und zum anderen, um die Haut einfach generell darauf vorzubereiten, dass Wirkstoffe kommen und die Haut jetzt nicht überpflegt, überreagiert oder wie auch immer sein möchte, ne? Genau. Gleichzeitig verwende ich aber auch beide im Bereich Fixing Spray. Fixing Setting Spray, also sowohl nachdem ich meine cremigen Texturen aufgetragen habe, damit alles ein bisschen besser miteinander verbunden ist, aber auch nachher, wenn ich quasi alles aufgetragen habe, bis auf Mascara, dass alles miteinander halt auch fixiert ist. Das hält einfach auch länger. Kann ich euch einfach empfehlen. Die beiden sind einfach super, weil die auch tolle Sprühköpfe haben. Das ist jetzt süß in der Travel Size, passt auch gerade, ne? Genauso auch von Dalton, wie gesagt. Das hier ist nämlich das Freshen Up Feuchtigkeitsspray. Das gibt es nur im Sommer, ist super gut. Kannst du natürlich auch am Körper alle beide verwenden, so für die Beine. Ne? Wenn ich jetzt hier sitze, draußen sind es 32 Grad um 7:30 abends, ne? Weißt du Bescheid. Es war ganz schön warm heute und ich habe heute schon ein paar Videos gedreht. Das heißt, dann kann ich zwischendurch einfach so ein bisschen was auf meine Beine geben und das Leben ist wundervoll. Und ja, das kühlt sogar noch ein bisschen, dieses hier. Und das hier beruhigt. Genau. Ich habe einiges von Dalton noch tatsächlich. Das liegt halt einfach daran, dass ich mich auch so durch das Sortiment durchgetestet habe und dann auch gerne einfach experimentierfreudiger geworden bin, weil ich einfach die Möglichkeit hatte, Zugriff auf die Produkte zu haben und die dann auch vielleicht einfach mal an anderen Stellen auszuprobieren. So halt auch zum Beispiel bei meiner Lieblingsmaske, die auch in meiner Box mit drin ist, die Facecare Hydrolift Biozellulose Maske, die mittlerweile ein anderes Packaging hat. Du hast bei dieser Maske so viele Möglichkeiten, die Maske noch weiter zu verwenden. Erstens kannst du die Maske an und für sich, also die Maske selbst, bis zu dreimal verwenden. Zweitens hast du an der Maske, dass die Augen nicht abgeschnitten sind. Also du hast ja eigentlich diese Aussparung für die Augen, ne, in dem Pad selber und kannst du eigentlich runterflappen oder hinterflappen, diese Augenpads quasi. Was ich tatsächlich bei dieser Maske immer mache, ist, dass ich mir diese Augenpads abschneide und dann für den nächsten Morgen, weil ich verwende die meistens abends, in mein Augenmaskenpöttchen packe, dass ich die dann quasi morgens als Augenpatches einfach verwende. Die sind zwar nicht so super riesig, aber das funktioniert und ich kann euch das einfach voll empfehlen. Und dann habe ich auch noch, damit die Maske halt nicht so aneinander batscht, ne, zwei so Netzteile mit drin. Und die verwende ich ganz gerne für Hals, Dekolleté, wo ich es gerade brauche. Oder wenn ich im Garten war zum Beispiel. Heute werde ich, nachdem ich mich abgeschminkt habe, diese Maske machen. Und dann werde ich mir eins von diesen Netzteilen in den Nacken legen. Der ist zwar nicht gerötet oder so, ne, weil ich habe schön Lichtschutzfaktor verwendet, aber es ist angenehm. Denn ich habe halt dieses irre Wärmegefühl und ich finde, dass so, wenn du was Kaltes in den Nacken packst, ist es super angenehm. Und deswegen, ne, das ist eine Multi-Use-Maske, das kann man nicht anders sagen. Und dadurch ist dann halt auch der Preis irgendwie gerechtfertigt, finde ich, weil du kannst halt so viel da rausholen. Noch was von Dalton, das ist auch eine Maske, die hat mir echt, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, die hat mir sehr gut geholfen nach der Geburt, halt wieder so untenrum alles ein bisschen mehr zurückzugewinnen,
um mich mehr wie mich selbst zu fühlen. Ich habe diese Natural Correcteur Cremaske auf meine Kaiserschnittnarbe aufgetragen. Denn bei mir wurde ja ein Notkaiserschnitt durchgeführt. Die habe ich mir super gerne auf diese Narbe gegeben, weil die wirklich, wirklich sehr angenehm war, sehr reparierend. Wir haben hier tolle Inhaltsstoffe drin, die einfach geholfen haben, dass die Narbe, die Entzündung gehemmt und sie wurde etwas aufgehellt tatsächlich und die Haut insgesamt wurde gepflegt, also richtig, richtig empfehlenswert. Also solltet ihr nicht nur eine Kaiserschnittnarbe, sondern generell, warum auch immer, eine Narbe haben, eine Narbe, die jetzt nicht mehr ganz so frisch ist, also ich würde das jetzt nicht so in den ersten, ne, die Narbe muss erst verheilt sein und dann kann man das drüber geben, verwendet das. Kann ich euch nur empfehlen. Das ist eine gute Maske, die kannst du natürlich auch im Gesicht verwenden. Und das ist eben die Sache. Es stand halt dort, dass dann, wenn du so, dass die halt entzündungshemmend wirkt und wenn du irgendwelche Mikroverletzungen hast, dass das Ganze dann auch entsprechend repariert wird und so. Und da habe ich mir gedacht, ich hätte etwas, was ein bisschen größer ist, ein bisschen tiefer, drauf damit. Ich bin da sehr, sehr dankbar, dass ich das ausgetestet habe und drauf gemacht habe. Und, das kommt jetzt aus dem Winter, ich habe im Winter ab und an mal kalte Füße. So. Oder wenn ich halt Nackenschmerzen habe, möchte ich da auch ein bisschen Wärme drauf machen. Ich persönlich vertrage die Oh My Blush Ampulle im Gesicht von Dalton nicht wirklich, weil die mir zu krass ist. Aber im Nacken und auf den Füßen ist die ein Traum. Das ist keine brennende Wärme, die da kommt, sondern es ist eine angenehme, wohlige Wärme. Also das ist richtig krass. Im Gesicht kann ich die nicht haben. Das ist mir einfach zu heftig. Da bin ich zu empfindlich. Ich habe ja trockene, sensible Haut, ne? Und an den Füßen und im Nacken ist meine Haut scheinbar ein bisschen robuster und die freut sich sogar darüber. Also die hatte ich halt in einem Ampullenset hier und ich wollte die halt verwenden. Und ja, dann habe ich die halt verwendet, aber halt zweckentfremdet. Ist mega, ne? Also kann ich total empfehlen, wenn man halt so Captain Kaltfuß ist zum Beispiel. Sowas einfach mal drauf zu machen. Mega, mega gut. Ja, das hier wären jetzt einfach mal so ein paar Pflegetipps von mir, wie man Sachen vielleicht zweckentfremdet verwenden kann. Schreibt mir aber auch super gerne, Mensch, so viele Infos am Ende noch, ne? In die Kommentare, falls ihr irgendwelche Pflegeprodukte habt oder so, die ihr zweckentfremdet verwendet. Das wäre, glaube ich, auch ganz cool, weil dann können wir das Schwarmwissen der Community einmal nutzen. Und ja, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir ganz einfach gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!